Und hiermit begrüße ich euch zur 100. Folge 7 Days to Die. Es ist Tag 77 und es ist Blutmond. Wir begehen also den 100. Folgengeburtstag mit einem Blutmond. Mit der 11. Blutmondnacht, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und ich habe ein kleines Gimmick hier aufgebaut, damit wir das Ganze wirklich beginnen können. Ja, wir sind soweit vorbereitet. Wir haben das gestern alles gemacht. Ich starte mal schon den Generator. Genug Benzin haben wir an Bord, sodass das zumindest schon mal losgehen kann. Wie gesagt, wir sind gut vorbereitet. Wir haben die Basis gebaut. Das Generator-Indikatorlicht leuchtet. Und ich werde nochmal ein bisschen Nahrung zu mir nehmen, sodass ich auch wohlgenährt das Ganze angehen kann. Und dann habe ich gerade gesehen, ganz 100% vorbereitet bin ich noch nicht. Ich habe ja noch einen ganzen Stack mit Eisen rumliegen gehabt. Jetzt bleibt da am Fahrrad hängen. Gut, und das lassen wir auch schon mal hier. Ich bin munitionstechnisch, waffentechnisch bin ich ausgerüstet. Die Drohne steht bereit. Die Waffentürme sind geladen. Und die Klingenfalle, die Elektrozäune und auch meine Darts werden in Betrieb gehen. Das schauen wir uns auf jeden Fall an, wie das funktioniert. Und damit ist die Blutmondnacht eröffnet. Ja, wer gestern dabei war, weiß ja, dass wir hier ein bisschen was noch gebaut haben. Und da vorne die Darts, die Dartfallen, die Klappe ist geöffnet. Und ja, dann 22 Uhr und es geht los. Ich bin sehr gespannt, wie das mit den Dartfallen mit der Druckplatte da vorne funktioniert. Wir haben natürlich jetzt ein bisschen... danke für die Information. Wir haben jetzt natürlich ein bisschen... eingeschränkte Sicht. Okay, die Verzögerung ist definitiv zu groß von der Platte. Die gehen alle ins Leere, die Darts. Das ist gut zu wissen. Dann würde ich mir an dieser Stelle die Darts sparen. Und das Ganze neu justieren beim nächsten Mal. Das ist sehr schade, aber es kann auch mal nicht alles gut gehen, was man sich ausdenkt. Und von daher ist das in Ordnung. So. Da kommen sie in großen Mengen angerannt. Und die Klingenfallen tun ihr Übriges. Irgendwo spuckt aber jemand ziemlich heftig herum. Ja, hier das Holz. Gut, hoch. Da wollen wir nicht lang. Master, we are not alone. Ja. Immer nicht, hast du recht. Ja, die Holzwand hier, die hat ein bisschen beschädigt. Was für ein Gemetzel. Schnell weg. Da kommen sie lang gerannt. Die laufen alle diesen komischen Bogen hier, ne? Interessant. Deshalb ist dort meine Rampe ein bisschen beschädigt, weil die teilweise über die Rampe laufen und dort
dann wird etwas Schaden machen. Gut zu wissen. Kommt mal wieder hier hoch. Meine Klingenfallen langweilen sich nämlich schon. I've got a bad feeling about this. Leuchtet schon wieder grün, hat schon wieder jemand hochgespuckt. Ah, das funktioniert schon. Ja, jetzt kommen auch zunehmend grün leuchtende hier zum Einsatz. So, der kommt nicht weit, das war von vornherein klar. Oh, kann ich euch von der Seite beobachten? Das ist ganz witzig. Aber wie gesagt, schade, dass mit den Klingenfallen hat nicht funktioniert. Die Verzögerung von einer Sekunde ist einfach zu groß. Wollen wir uns das nochmal angucken? Wollen wir das nochmal probieren? Mühle. Das läuft. Machen wir das nochmal an. Nee, funktioniert nicht. Müssen wir die Auslöseverzögerung müssen wir ausmachen. Ja, wo seid ihr alle? Ja, da ist die Treppe, ne? Da kommen sie nicht so richtig hoch. Da verstolpern sie sich. Was machst denn du dort unten? Oh, daneben geschossen. Irgendein war es schon treffen, ne? Der kommt hoch. Incoming enemies, prepare for conflict. Ich bin very well prepared for conflict, meine liebe Drohne. Das scheint ein bisschen am Spielstadium zu liegen. 148, denn so viele grüne? Hatten wir doch in den letzten Blutmond-Nächten, da hat man noch nicht so viele grüne Leuchtende, oder? Schön. Schade, ist runtergefallen, der Beutesack. Wo seid ihr alle? Ein Level Up hat es gegeben zwischendurch.
Stahlbarren und das mit bloß Erbsen. Okay. Hereinmarschiert, hereinmarschiert. Ich könnte die Zeit nutzen, aber ich habe das passende Werkzeug nicht da, um diesen Block wegzuhacken. Das ist der richtige Zeitpunkt in der Blutmondnacht, einen Stahlblock wegzuhacken. Ich muss ab und zu mal die Klingenfallen reparieren gehen. Da sind offensichtlich gelegentlich Geier am Werk. Incoming enemy, prepare for conflict. Schöner Blutmond. Oh. War dann hingeschossen? Schade, da war auch runtergefallen. Da oben hat man noch gar keine Polizisten diesmal drin, oder? Ich darf ihn bloß nicht ganz weghacken, weil ich nicht weiß, ob wir dann hier rüber springen können und da unten durchkrabbeln irgendwie. Ist auch runtergefallen. Holen wir uns dann. Da ist ein Polizist. Kommen inzwischen auch grün leuchtend hier an, okay. Master, we are not alone. Da liegen zwei Beine. Jo. Wo seid ihr? Oh, jetzt ja. Oh, 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 habt ihr den gesehen? Das sind die Kollegen, vor denen ich Angst habe, weil auch die explodieren können.
Okay. Lass mich mal reparieren, was noch da ist. Und genau dafür habe ich die erste... Okay, danke Drohne. Ohne, mit was heilst du mich? Das nimmt doch gar nicht zu, mein Leben. Oh, hier fehlt ein Block. Ja, der hat aber ganz schön randaliert. Ich müsste jetzt mal, wieso nimmt meine Gesundheit nicht mehr zu? Mit was hat mich die Drohne geheilt? Mit den Dingern. Da müsste ich aber 30 Gesundheit bekommen haben. Na, lauf weiter, machen die alles kaputt. Oh, da gibt's Punkte. In der Wende. Hier fehlt auch. Eieiei, die haben, oh, das hat aber reingehauen, was der Sprengmeister da verursacht hat. So, kommen noch mehr. Gut, wir machen mal alles aus. Und jetzt alles weg? Selbst der Stahl? Eieieiei. Also das war heftig.
Das war heftig, was der hier alles zerstört hat. Guck mal hier fehlt eine ganze Wandreihe. Gut. Dann nehme ich jetzt erstmal die Beute auf und dann müssen wir halt ganz ordentlich reparieren. Okay, das hätten wir schon alles gerne. Und Drohne, du kannst jetzt auch wieder folgen. Was habe ich denn hier drin? Was kann ich denn wo verteilen? Cool. Mach was. So, erstmal. Das kannst du da hochräumen. Vor allen Dingen zu essen hat er gekriegt. Und ein bisschen was zu trinken. Gut. Ja. Noch ist auch noch was. Da bin ich zugegebenermaßen ganz schön überrascht, was das alles für Schaden angerichtet hat. Und vor allen Dingen, wenn Stahlwände weg sind, ist das für mich kein gutes Zeichen, weil das bedeutet, dass meine Basis selbst mit Stahlwänden noch nie ausreichend stabil ist. Oder hat man dort oben keinen Stahl eingesetzt? War das bloß Stein? Dann muss da oben irgendwie explodiert sein. Oder im Fallen, denn der hat ja hier doch oben mehr Schaden angerichtet als hier unten. Das ist der Wahnsinn. Das wollten wir noch mal ändern. Die Druckplatte, Stromversorgungsdauer, Verzögerung sofort. Das ist gut. Das probieren wir das nächste Mal dann aus. Fehlt überall was in meiner Basis. Total verrückt. So, den Stein können wir aber auch mal raushacken. Denn das hat man ja schon festgestellt, dass der da völlig falsch ist. So, was hast du denn jetzt noch hier drin? Ein bisschen Munition, ein bisschen was Kleinkram. So, das geht in den Verkauf. Was ist denn das? Das geht auch in den Verkauf. Das auch. Na gut, ich kann den Messing noch einschmelzen, ne? Und die Magnum-Munition glaube ich auch. Du kriegst das. Was haben wir hier noch? Geht auch an Verkauf. Das kannst du auch hier drüben mit dazulegen. Und die Stiefel natürlich auch. Dann brauchen wir die Stahlblöcke auf jeden Fall. Da habe ich genug zum Reparieren. Und dann kannst du auf jeden Fall nochmal den Generator hier oben ausmachen, denn den brauchst du jetzt nicht mehr laufen lassen.
Ja, also wie gesagt, dass hier vorne was kaputt gegangen ist, das kannst du alles durch Stahl ersetzen, alles andere ist Blödsinn. Warum hat denn das gerade so komisch gewackelt? Okay. Copy Shape, Copy Stellung. Damit hättest du auch diesen Bereich. Das brauchen wir noch nie reparieren. Das sind nur kleine Schäden. Die Türen sind nicht kaputt. Die auch nicht. Gut. Ja, wiederum an der Wand ist gar nichts kaputt, ne? Hier ist es deutlich zerstört. Dann da unten erst wieder. Ja, bloß ganz ehrlich, da kann ich das auch gleich aufrüsten, wenn ich schon mal dabei bin. Denn das ist ja mein Schutz davor, dass die nicht durchbrechen hier. Dort muss ich mal sehen, wie ich da rankomme. Ist hier hinten noch was kaputt, ne? Und hier sind die Türen auch alle ganz. Haben die denn meine Elektrozäune noch? Die scheinen alle noch da zu sein. Schön. Gut, was ist denn das jetzt hier? Das war Stein. Ach, da ist noch einer. Da hatte ich das wahrscheinlich aus Stein gebaut. Gut zu wissen. Dann bauen wir es diesmal aus Stahl. Oh, ein Loch im Dach. Ist ja ein Ding. So, was musste denn jetzt wie gebaut werden? Brauchst du gar nicht angerannt kommen und denken, dass es hier was zu holen gibt. Das war nie so clever. So. Ich muss jetzt immer ein bisschen aufpassen, dass ich wirklich die Teile reinsetze, die dahin gehören. Na. Hier gehören die Teile drauf. Und hier oben glaube ich auch. Na, das Netz. Ja. Und hier, da war doch dieser Steg war hier genau. Copy Shape. Ne, Drohne. Nee. Das kann ich erstmal. Auf jeden Fall, das hier oben muss auch alles. Da ist ein Loch drin, unglaublich. Hier auch. Wäre fast alles weg gewesen, ne? Und deshalb hatte ich ursprünglich den Plan. Jetzt sind die Stahlbahnen alle. Hatte ich ursprünglich den Plan, dass hier eine Tür reinkommt und dass ich quasi das Gemetzel in der ersten Kammer habe. Wenn dann genau sowas passiert, dass der mir beim Explodieren die ganze Kammer zerlegt. Da hinten sind Zombies. Dass ich dann die Tür aufmache und quasi die zweite Kammer aktiviere. Das war mal der Plan. Gut, wo geht's denn jetzt weiter? Wir brauchen das Teil. Achso, Drohne, du solltest hier mal ein bisschen.
Ah, komm mal wieder hier hinter, das wäre richtig klasse. Ja. Oder komm gleich hier rüber. Ach so. Und Stahl bauen. Da kann ich gleich mal die Schmiede anwerfen. Und neuen Stahl schmieden. Wieso gewittert denn das schon wieder? Selbst hier hinten sind Schäden drin. Ne? Die Wand ist ganz schön lädiert worden. Und unten sah sie auch nicht so richtig gut aus. Dort muss man rein. Hier haben. Oh. Achso, hier sollte das Teil rein. So. Genau so. Eigentlich auch könnte man im Prinzip alles schon auf Beton aufwerten. Bei den Schäden, die entstanden sind. Jetzt lass mich aber mal hier runter gehen. Die Säule haben wir gesagt, machen wir aus Stahl. Ne? Sehr gut. Jetzt muss ich mal schauen. Kriege ich hier schon einen Eisenblock rein? Da kriege ich einen rein. Weil nie, dass ich hier beim Versuch zu reparieren, ist dort auch ein Rollerblock drin. Ja, das ist ja mein Fußboden dort. Dass ich beim Versuch zu reparieren hier nie irgendwas zerstöre. Ne? Bis dahin? Nein. Gut, dort hat er auch ordentlich Schaden gemacht. An dem Übergang. Und natürlich auch am Fußboden, ne? Keine Frage. Da müssen wir dann auch noch wesentlich mehr verstärken. Müssen wir alles auf Stahl bringen. Wir haben es heute gesehen, das ist nicht mehr lustig. Die Stahlwand überall.
Auch die Wand ist perspektivisch in Stahl auszuführen. Da führt kein Weg dran vorbei. Gut. Ein bisschen reparieren muss ich noch. Auch wenn wir jetzt mit der Zeit schon etwas fortgeschritten sind. Aber es ist einfach wichtig, dass ich mir das nicht alles bis zum letzten Tag lasse. Dass wir dann vor der nächsten Blutmondnacht plötzlich vor der Herausforderung stehen. Die Klingenfalle, die setze ich... Ui, da fehlt was. Genau. Die Klingenfalle setze ich dann auch gleich noch mit ein. Ach, das Dach wollte ich noch mehr anschauen. So, was ist denn jetzt hier? Das ist überschaubarer Schaden. Den machen wir noch. Ja, gut, das ist überschaubarer Schaden. Das auch alles. Noch an der Treppe ist ja nichts weiter passiert. Hier sind sie ja bloß hochgelaufen. Haben sie nie wirklich was kaputt gemacht. Die Dartfalle, die hat ein bisschen was abgekriegt. Oh, da brauche ich aber viel Material. Gut, das macht erstmal nichts. Ja. Okay. Also, ich setze die Dartfalle hier rein und das Dach. Was machen wir denn da am Dach? Da ist jetzt hier ein Loch drin. Ne? Da könnte ich natürlich auch ein Gitter einsetzen, ein Pflastersteingitter. Klingt nach einem Plan. Achso, die Schmiede ist da bestimmt schon wieder durchgelaufen. Was hast du denn da noch zum Durchrödeln? Früher oder später brauchst du davon wieder was. Ja, im Großen und Ganzen passt das schon. Wir haben ganz viel Material da. Ja, guck mal, da ist schon auf 24 runter. Hängt da was dran oben? Nein. Dann mache ich mal wie folgt. Das rein. Und das mache ich auch raus. Da mache ich auch so ein Doppelfenster rein. Die laufen immer noch da unten rum. Da muss ich mal gucken, ob die mir dort was weggehackt haben. Das sieht von hier aus erstmal nicht so aus. Dann muss ich aber trotzdem verstärken. Eigentlich kann ich das Dach, ne, wenn man es genau nimmt, kann ich es alles schon aus Beton machen. Dann muss ich mal eine Zementformrunde machen, sodass ich wieder ganz viel Beton mischen kann. Ja. Und dann brauche ich mich nämlich auch perspektivisch um Pflastersteine nicht mehr zu kümmern, wenn ich bloß noch Beton und Stahl habe. Das war ja sowieso mal der Plan, ne? Wenn ich mich recht erinnere, wie viel Beton hast du? 400? Ja, dann machst du was geht schon mal aus Beton. Wahllos irgendwo angefangen. Ja, natürlich gut, wenn da auch ein paar senkrechte Wände mit dabei sind. Genau. Oh, da war aber auch schon weit runter.
Ja, okay, jetzt ne, muss man es ja auch machen. Jetzt ist der Beton erstmal alle. Das macht nichts, damit haben wir schon mal einen ganz guten Stand erreicht. Ja, so sieht's aus für heute. Oh. Haben wir Steinblöcke dabei? Ja. Da fehlte noch ein Block. Jetzt los. Gib mir meine Waffe. Wieso kommst du einfach hier hoch reingelatscht? Ich weiß es nie. Nochmal einen Blick werfen. Alles einigermaßen in Ordnung ist, ja. Ich denke, damit haben wir die gröbsten Sachen erstmal wieder repariert. Nein, die Klingenfalle wollte ich noch setzen. Das machen wir gleich noch zuallererst. Zuallerletzt, wie auch immer. Ich müsste auf jeden Fall noch eine Klingenfalle haben. Hier habe ich eine. Genau, eine Klingenfalle. Ein Draht müssen wir hinziehen, das heißt, wir brauchen das Drahtwerkzeug und die Blöcke kannst du schon mal hier lassen. Die Klingenfalle, die kommt wieder hier drauf, so wie wir es kennen. Und mit dem Drahtwerkzeug braucht man ein Draht von dem Klingenfallenschalter, ist es der obere oder der untere? Der untere geht zu den Zäunen, also ist es der obere. Sehr gut. Da sind wir bestens vorbereitet. Von der Heilung der Drohne war ich jetzt noch nie überzeugt. Die hat mich ein bisschen im Stich gelassen. Also die hat zwar geheilt, aber das waren jetzt nicht so viele Lebenspunkte. Gut. Hier hat es begonnen. Hier wird es enden. An dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Und ich freue mich drauf, euch auch in den nächsten Folgen wieder zu begrüßen zu können. Bis dahin.